Hallo liebe Deutschlerner, in meinen letzten Videos ging es um die Dankeswirtschaft und Jab, 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 Right Hook. Heute sprechen wir über die Schönheit des Handels. Viel Spaß! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Das Verhältnis zwischen einem Geschäftsmann und seinen Kunden ist ein ganz anderes als das Verhältnis zwischen demselben Geschäftsmann und potenziellen Kunden. Vorher gab es keine Verpflichtungen, keine Erwartungen. Nach dem Kauf schon. Und die Verpflichtung ist auf Seiten des Verkäufers. Denn wenn du zum Beispiel etwas von mir kaufst, dann gehen wir einen Vertrag ein. Und dieser Vertrag besagt, du gibst mir Geld und ich gebe dir ein Produkt. Wir gehen beide eine Verpflichtung ein. Und oft, wie zum Beispiel in meinem Online-Shop, siehe authenticgermanlearning.com/shop. Oft wird die Verpflichtung des Käufers schon ganz am Anfang erfüllt. Nun ist es die Verantwortung des Verkäufers, das Produkt zu liefern. Das ist die eine Schönheit des Handels. Sobald du etwas gekauft und bezahlt hast, kannst du dich zurücklehnen, du hast keine Verpflichtungen mehr und kannst dich über das Produkt freuen. Oder nicht, weshalb es Sinn ergibt, eine Garantie zu haben. Die hast du übrigens bei mir, denn ich möchte, dass du 100% zufrieden bist und ich gebe dir deshalb eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Okay, lass uns nun einen Schritt zurückgehen, bevor der Kauf stattgefunden hat. Ein Kauf ist eine freiwillige Interaktion und das ist der Hauptgrund, warum Handel so schön ist. Dies hat nämlich folgende Konsequenzen. Sowohl Käufer als auch Verkäufer haben am Ende mehr. Lass mich das wiederholen, denn es scheint sehr paradox. Sowohl Käufer als auch Verkäufer haben am Ende mehr. Der Kauf ist freiwillig. Wenn also eine Partei der Meinung wäre, dass sie nicht mehr bekommt, würde sie es nicht machen. Du kaufst dir das Eis an der Ecke nur, weil du der Meinung bist, dass das Eis mehr wert ist als den Euro, den du dafür gibst. Für den Verkäufer ist dein Euro mehr wert als das Eis, das er dir gibt. Win-win! Es geht hier natürlich um den subjektiven Wert, denn es gibt keinen objektiven Wert. Darauf hat übrigens der Ökonom Ludwig von Mises hingewiesen und damit den Zusammenbruch der Sowjetunion vorhergesagt. Das ist ein spannendes Thema, würde hier aber zu weit führen. Eine weitere Konsequenz aus der Freiwilligkeit des Handels ist, dass Menschen, die vorher einander nicht wirklich kannten, nun eine friedliche Beziehung miteinander eingehen. Man sagt, wenn der Handel stoppt, starten bald Kriege. Wenn wir also miteinander handeln und friedlich miteinander agieren, dann können wir Kriege verhindern.
schließlich basieren auf der Freiwilligkeit des Handelns auch all die Prinzipien, über die ich mit euch in den letzten Videos gesprochen habe. Freiwillig ist freiwillig. Danke, dass du heute freiwillig mit mir interagiert hast und dir aus eigenem freien Willen als freier Mensch auf diesem wunderschönen Planeten dieses Video angeschaut hast. Tschüss! Lass uns miteinander handeln. Besuche jetzt joingermanclub.com und tritt der Deutschlernakademie bei. Du wirst es nicht bereuen.